Willkommen zurück zu einer weiteren Woche Meta-Duelle. Nächste Woche gibt es dann übrigens wieder eine Themenwoche. Stimmt jetzt in der Infocard ab, was das sein soll. Ankündigung, was gibt es dann auf dem Discord-Server, wo ihr joinen solltet. Und diese Woche spielen wir Eldritch mit einer Invoked-Kombination. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. So, nach ein paar technischen Schwierigkeiten ist unser Gegner für heute da, und zwar Mortem. Mal schauen, was er spielt. Und Permanenz ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Oh, haben wir Rock. Soundeinstellungen zurückgesetzt. Jo, okay, das wird jetzt lustig. Mal gucken, ob es komplettes Mirror ist oder nur das Eldritch. Jo, dann gönne er sich mal. Wir haben keine Interaktion, bis er nicht ein Monster ausspielt. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nein. Oh, das ist eine Magician Soul. Mit der können wir anfangen. Nicht, dass wir irgendwas anderes hätten, was wir machen können. Die Frage ist, machen wir die überhaupt? Überleg gerade. Wahrscheinlich eher nicht. Ich würde einfach Set Go sagen. Ja. Das ist aber nur eine Impermanenz, würde ich sagen. Oder wir setzen jeweils hier und hier eine Impermanenz hin. Das würde auch, könnte man auch machen. Ich würde mit Impermanenz auf jeden Fall den Searcher abstellen. Also das Ding, was auch das hier. Golden. Ja, genau. Und wir können einfach das machen, bevor er ein Monster holt, dann haben wir nichts gekonnt. Ich rechne aber damit, dass er Endphase 1 holt. Wir können aber auch die beiden Setkarten ausschalten, können wir auch machen. Ja, nee, stimmt schon. Wahrscheinlich wird er Endphase ein Monster holen, dann macht es mehr Sinn, wenn wir, ja. Wenn wir den Searcher ausmachen. Und die andere halt auf gut Glück. Jo. Und dann Set on Set und dann Go. Jo, da ist es. Gut, 50-50 Chance verfehlt, aber ja. Nicht im tragischen Rahmen. Wer hätte auch damit rechnen können? Keiner. Da liegt jetzt kein Topf, das ist doof. Kein Topf, keine Permanenz, meinst du? Meine ich ja. Da liegt jetzt keine Permanenz. Ja, dann darf der mal suchen. Ja. Ziehen. Ärgerlich, sowas. Ja, das wäre natürlich auch eine Option gewesen. Nee, Quatsch, wenn wir den Permanent woanders hingelegt hätten, hätte er sie jetzt einfach hier hingelegt, wo wir gar nicht, wo wir definitiv nichts hatten. Dann. Hat es noch keinen Sinn, hier was anzuchainen? Juancheros, okay. Jetzt. Genau. Besser wird die Impermanenz immer. Leider. Nee. Hat leider nicht so viele Targets in einem Eldritch Deck. Ich hoffe, wir kriegen noch raus, mit was das kombiniert hat. Das ist pure. Das ist ein pure Deck, ja. Dann grab mal aus. Ich wollte das erst in der Endphase. Wir können unseren eigenen Eldritch holen. Ich meine, weil wir das sowieso machen werden, dann haben wir das Golden Hand Forever Life und dann nehmen wir keinen Schaden. Ja. Kommt einfach schön in Death. Gut, außer er hat jetzt ein Golden Hand Forever. Oder einfach eine Ash. Na gut, kann man nicht verhindern. Nee. Aber die wäre früher oder später sowieso gekommen. Das ist so ein bisschen das Problem. Er hat angefangen. Ja. Das fasst das Problem ziemlich gut zusammen. Dann mal gucken, was der Kuri Bandit ausgräbt.
Okay. So wahrscheinlich die Impermanenz werden. Bei deiner Mistress könnte auch. Ne, die Impermanenz, okay. Oh. Hey, das kann man eigentlich benutzen. Dann fangen wir doch damit mal an. Oh, wir dürfen. Angenehm. Ist immer noch ziemlich laut. So. Wir können die Chat benutzen. Wir, jetzt... wir können die Chat benutzen oder die Magician Soul machen. Können wir jetzt die Magician Soul machen? Ja. Ich meine, wir haben keine Auswahl, von daher. Wir dürfen in dem Zuge noch Zombies bauen. Ah, deswegen. Ja gut, das war dann, gewastet. Normal müssen. Ja, das Game hätten wir eh verloren, kann man hier schieben. Na, lass mal kurz noch die Kette zu Ende machen. Ja, das mit den Magician Souls war jetzt ein Tropfen auf dem heißen Schatz, macht nicht wirklich einen Unterschied. Ja, du müsstest... Komm zurück, ja. So, was ist Zeit? So, wir wollen die beiden Cyclans haben. Und wir wollen die Dreier-Pointer haben. Und wir wollen die Impermanences nicht haben. Und wieso ist hier ein Spellbook of Wisdom drin? Weil das vorher kein Bild hatte. Ja, weil es vorher kein Bild hatte. Gut, dann, fliegt das jetzt halt raus. Ja, dann fliegt das jetzt raus. Ups. Okay. Das hätte natürlich Secret sein müssen. Ja, wir halt, als wir vorhin gemacht haben, hatten wir noch keine Bilder. Weil das Update nicht richtig funktioniert hatte. So, eine Karte noch. Machen wir einfach. Ne, eine Ash brauchen wir. Uankeros brauchen wir auch. Ja. Morgen genug Blödsinn um. Ne, mach ein Uankero raus. Passt. Okay. Fangen wir aber dieses Mal an. Ja, ja. Das ist doch ein Blatt, hinter dem ich mich anfreunden kann. Wir haben keinen Pointer, das heißt, wir können nicht overcommitten. Das ist richtig. Dann machen wir mal Meltdown und gehen mal Leister suchen. Oh, der hat was. Oh, schade. Schade, dass wir Leister und Meltdown haben und nicht Invocation und Meltdown. Gut, dann frisst er jetzt halt eine Ash. Das heißt, muss ja nicht sein, dass er die Ash frisst. Kann auch sein, dass er keine frisst. Okay. Hui. Es hätte sein können. Ja, dann, wir haben kein Link, uns was sich wirklich lohnen würde jetzt. Ich meine, er wird auch einen langsamen Start haben, einfach weil es Eldritch Pure ist. Dann setzen wir das Golden Land Forever einfach nur, damit es da liegt und sagen dann go. Weil wir können jetzt sein Elixier gerade so ashen. Mhm. Gut, natürlich wissen nicht, ob er jetzt irgendwas reingetaggt hat, was... Ach hey. Das kassiert sowas von einer Ash. Jo. Mhm. Also klar, er hätte jetzt hier ein Gamma haben können, aber das Problem ist... Das Problem hätten wir immer gehabt. Nein. Ja klar, dein Monster hat nicht mehr, das ist richtig. Das Problem ist, dass man immer gucken muss, welche Hände... Also unser Starter ist eh schon nicht so prickelnd. Und man muss dann immer gucken, was für eine Art von Händen kann man... gegen was für eine Art von Händen kann man gewinnen und gegen was für eine Art kann man nicht gewinnen. Und an dem Punkt war jetzt, wenn er jetzt auch noch Gamma hat...
Dann hätten wir das eh nicht gewinnen können. Also müssen wir einfach hoffen, dass er den Gamma an der Stelle nicht hat. Ja, erstens und zweitens, sein einziges vernünftiges Ash-Target, abgesehen von dem Pot, war das Eldlixier, wo er ebenfalls kein Monster hat. Wenn er das benutzt, und dann kann auch ein Gamma kommen. Dann normen wir mal den zweiten Aller-Eister. Ja, mal gucken, ob er auch eine Ash hat. Ne, einfach ein Judgment dieses Mal. Vollkommen legitim. Dann... Angriffsset go. Da könnten wir jetzt theoretisch den Golden Lord und den Conquistador abschmeißen, um die Verdeckte da kaputt zu machen. Sollte eigentlich sogar actually Sinn machen. Wenn wir Pech haben, liegt da jetzt halt ein Eldlixier. Warte, wir können eine Karte Wir können eine Karte auf dem Feld werfen. Das heißt, wir können auch erst angreifen. Und wenn das ein Eldlixier ist... Nee. Wir machen das jetzt. Wenn das ein Eldlixier ist, dann... Also wenn das genau die Trap ist zum Golden Lord aus dem Deck Special, dann ist halt unlucky. Aber in allen anderen Fällen ist das prima. Ja, wir können doch einfach erst mit der Leiste angreifen, ihnen das Eldlixier baiten und dann, wenn es nicht kommt... Weil wir den Golden Lord mit seinem eigenen Effekt wiederholen können, dann ist das Game. Wenn das durchgeht. Weil der dann 3-5 hat. Und 3-5 und 1000 sind 4-5. Na gut, dann gucken wir mal, ob es durchgeht. Genau. Da wir hier potenziell für Kill gehen können, probieren wir es. Das war das Eldlixier. Trotzdem. Wir konnten hier potenziell für Kill gehen, also probieren wir es. Weil in allen anderen Fällen hätte er verloren, wenn es nicht genau das Eldlixier gewesen wäre. So, dann holen wir den mal wieder, indem wir unsere Invocation weglegen. Du meinst die Meltdown? Den Meltdown. Dann sind wir uns an die Gate live. Ich glaube, den Golden Lord lassen wir liegen und crashen in den Dynamiscus rein. In Damage. Ja. Jetzt hat er den Angriffsmodus geholt. Ich beklag mich nicht. Leister in Death. Ja. Und dann go. Gehen wir in der Endphase mit dem Conquistador was suchen. Und zwar die Trap. Ja. Okay, mal gucken, was er hat. Einen Negate haben. Der das mag die Pots echt! Das muss das Golden Land Forever fressen. Aber den dürfen wir ihm nicht durchgehen lassen. Nee. Na ja, gut, das kann man nicht verhindern. Nee. Und in der Endphase machen wir dann unser Eldlixier. Oder früher, je nachdem, wie es läuft. Das ist ein Juanquero. Okay. Das ist in Ordnung. Auch noch okay. Jetzt. Dann holen wir den mal aus dem Deck, ne? Ja, der Sofito wird jetzt eh gleich wegfliegen durch die Juanqueros, aber... ist jetzt halt so. Wir haben genug von denen. Das ist jetzt kein attraktives Target mehr für die Juanqueros. Wir können auch die Conquistadors setzen und direkt den Eldritch aus dem Friedhof machen noch. Oder sagt der Offene? Nee. Dann würde ich sagen, fangen wir damit an, bevor der Juanqueros auf den Eldritch im Friedhof macht, oder? Dann ist er tot. Außer er hat ein Golden Land Forever. Kann das doch anketten. Ja, ist richtig, aber irgendwann werden die sowieso kommen müssen und so können wir wenigstens steuern, wann die kommen. Das auch steuern, indem wir angreifen. Und das dann machen muss, solange sein Eldritch noch liegt. Ja. Ja klar, aber so haben wir halt keine Kill-Pressure. Haben wir sonst keine, was haben wir alles an Graveyard-Effekts? Ja, das ist halt nix hier.
Also nichts, was wir jetzt sofort machen könnten, was uns was bringen würde. Doch, wir fangen damit mal an. Noch ein Forever? Oder eine Ash? Achso, er hat einfach sein eigenes. Okay, kannst du machen. Das war jetzt ein Conquistador. Setzen wir nur Kero? Wir haben schon einen Conquistador auf der Hand. Es ist die Frage, baiten wir seinen Huankiro raus oder greifen wir einfach an? Greifen einfach an und baiten ihn damit raus. Wäre der Eldritch mal ein Schnelleffekt? Nein, Spaß, das wäre natürlich komplett broken, wenn das ein Schnelleffekt wäre. Yep, da sind sie. Aber jetzt ist es eh egal, weil jetzt ja eh keine Killpatch mehr dadurch entsteht. Dann Reattack und wir nehmen den Huakero raus. Dadurch haben wir unseren Eldritch noch und haben unseren Scheißdreck live. Set go. Jetzt macht er Lalalida plus. Der hatte halt zwei Free Pluses durch die beiden Pots. Ja. Diese zwei. Also, beziehungsweise halt zwei Karten, die wir einfach negaten mussten, die er for free zünden konnte. So, wenn jetzt der Conquistador kommt, können wir nicht mehr darauf reagieren, welche Karte er kaputt schießen will, richtig? Er kann nur den Eldritch kaputt schießen, weil der Face absagt. Ja, aber Conquistador schießt nur eine offene Karte, aber sobald der Eldritch kaputt ist. Aber wir können mal unseren Conquistador anketten. Weil dann können wir damit seinen Eldritch kaputt machen und dann ist bei Resolve. Sei noch nicht mehr da. Genau. Außer jetzt liegt da noch ein Golden Land Forever. Er hatte doch bis jetzt noch gar keins. Schluss am letzten Duell. Okay, dann betone ich meinen Satz an. Das. Außer liegt jetzt noch ein Golden Land Forever. Das ist aber auch noch spät. Nice! So, ja. Tschüss. So, jetzt kann der zwar kommen, aber kann nichts kaputt machen. Richtig. Ah ja, genau, ein Eldlixier, das hätte noch genervt, wenn das da gelegen hätte. Ja, die nächste Eldlixier-Trap hat die. Ja, stimmt. Ah, moin. Hi. Können wir kaputt hauen eigentlich? Oder? Ne, können wir nicht, das andere sind keine Conquistadors, das andere sind Huankeros. Richtig. Also, ja, der darf mal suchen, das genau. Passiert. Die Huankeros sehen wir uns natürlich auch, wenn er dann den Eldlixier zum Friedhof macht, weil der hat, meine ich, nur einen Eldlixier zum Friedhof bisher. Ja. Langsam wird es Lifepoint technisch knapp. Cursed Eldland passiert. Also klar sind Lebenspunkte in erster Linie Ressource, aber irgendwann kommt man halt in dem Lebenspunktebereich, wo man schon aufpassen muss. Den Huakiro zünden wir übrigens in der Endphase auf jeden Fall. Also spätestens in der Endphase. Wenn es soweit er seinen Eldritch macht oder halt in der Endphase. Naja. Hier kann er eigentlich nichts suchen, was uns wirklich auf die Ketten geht. Ja, den Eldritch Quickspell kann er machen, weil... Oder so. Den nächsten Golden Door, that's interesting. Ja, wie gesagt, der Eldritch Quickspell würde halt dafür sorgen, dass er jetzt, wenn wir die Huankeros machen, einfach sagen kann, höhö, verarscht. Okay. Mal gucken, ob er es sagen kann. Ja, kann er nicht, oh. Nein, das wäre vorher gekommen. Also, wenn das da unten, was Fieses gewesen wäre, dann, ja, genau, dann wäre das an der anderen Stelle gekommen. Wieso hat er nicht einfach... passiert? Ja klar, das kann man nicht verhindern. Den anderen Effekt vom Golden Out Warn könnte er noch benutzen, theoretisch. Aber der würde ihn nicht wirklich weiterbringen. Bei mir die Frage auf, warum ich das erst gemacht hat. Hätte er mit dem Golden Lord
auf unseren schießen können. Dann hätten wir die Huankiros anketten müssen, sagen sie nur noch gegen. Nein. Hätten wir nicht. Conquista, du hast auch einen Zombie. Ach stimmt, die brauchen ja gar nicht explizit den Eldritch, die brauchen ja nur irgendein Zombie-Monster. Genau. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber ja, sonst hätte er das tun können. Ja. Und dann halt eben, hätten wir Huankiro machen können oder auch nicht, so und so hätte er noch allen Eldritch im Friedhof gehabt, aber okay, ja, das habe ich falsch im Kopf gehabt. So, jetzt hat er einen Crapload an Searches, wir müssen mal aufpassen, was er jetzt alles sucht. So, also, der Huankiro kann ja nur einen Eldixier suchen. Ja, der wird die nächste Trap suchen für den Golden Lord aus dem Deck. Mhm. Er hat ja noch einen im Deck. Genau. Das andere kann eigentlich nichts Gefährliches suchen. Ja, deswegen lässt das auch. Okay. Das machen wir nicht. Also nicht jetzt, aber das ist gut, zu haben. So, Overlay in Plejaden. Ja. Da die praktischerweise Stufe 5 sind. Ja. Battleface. Wenn der Verdeck keine Mirror Force fliegt, kann da jetzt echt nicht viel kommen, eigentlich. Nee, Battleface Röms. Ja, das war klar. Das macht aber nichts. Also im Sinne von, jetzt passiert nichts, weil jetzt kommt der ja aus dem Deck und dann fliegt er auf die Hand zurück. Du musst nur gucken, dass du es richtig klickst. So. Specials, ja genau, Specials haben einen Success, Flop. Tschüssi. Unpraktisch. Ja. Okay. Ich hatte ihn nicht auf Impermanenz gesetzt, aber das macht voll Sinn. Dann Replay und wir schießen den Conquistador kaputt. Irgendwie um die rumspielen können? Ich glaube nicht, oder? Ja, wir hätten draufholzen können. Vor dem Overlay. Mhm. Ja. Ja, das war doof. Hätte man dran denken können, dass die Permanenz hier existiert. Das Problem ist, das hätte auch, das hätte auch sonst was an, es hätte halt auch irgendwas anderes sein können. Es hätte auch ein anderer Conquistador oder so sein können. Deswegen, also. Ja, und wenn das ein Conquistador gewesen wäre, wäre das andere Play wiederum nicht funktioniert. Ja. Es hätte noch den Cyclone. Ist jetzt so, es riecht ein Conquistador Search. Ja. Das nächste Sanguine. Da kommt jetzt noch eine. Er kriegt halt auch wieder einen Haufen Searches. Klar. Das Gute ist, dass das alles Conquistadors sind, bei ihm das jetzt kann man nur eins machen. Ja gut, irgendwann gehen eben auch die, hat er auch keine Karten mehr zum Searchen. Wir haben noch mehr im Deck als der. Weil wir am Anfang nicht so viel gesearched haben. Okay. Der Quicksilver kann nur einen Death holen, oder? Wir nee, holen. Der war das. Holen auf jeden Fall das Elflixier. Den ja. Wollen wir haben. Aber wir haben noch einen im Deck im Gegensatz zu ihm. Also selbst wenn wir nicht hätten, kann ich auch vom Friedhof holen. Aber da haben wir noch keinen, weil wir wie gesagt noch einen im Deck haben. Bei dem Endphase Surge ist die Trap eigentlich so gut wie immer besser. So, das passiert. Ist okay. Nichts sagt nicht, dass sie das verhindern könnten. Richtig. Das hier hätten wir theoretisch verhindern können, wenn wir es in der Endphase einfach mit dem Cyclone kaputt gehauen hätten. Aber. Aber dann hätten wir nicht setzen können. Richtig. Und gut, er kann zwar einen Eldritch, seinen Eldritch aus der Hand holen, den er da noch hat, aber. Soll er aus der Hand kommen? Also, wir haben Conquistador und den Revive. Ja. Conquistadors, die unter Umständen in der Endphase stiften gehen, je nachdem, wie jetzt der Zug verläuft. Und was er jetzt wieder runtersetzt. Mhm. Das ist eine Links-Summon? Nein, das ist eine Tribute-Summon. Why? Achso, weil er die Handkarte nicht opfern wollte, wahrscheinlich. Der will wahrscheinlich den Grave-Effekt von dem Boy benutzen. Das hätte er auch mit dem auf der Hand benutzen können. Er hätte den aus der Hand abschmeißen können und den im Friedhof benutzen, aber ja, wie gesagt, er wollte wahrscheinlich die Handkarte auf seiner Hand. Nicht, wenn er keine Spell in der Hand hat. So, das können wir nicht verhindern.
in irgendeiner Form. Also soll er nee, mal machen. Das passiert. Hätte er nur eine Karte gesetzt gehabt, hätten wir theoretisch überlegen können. Kann er nicht gezielt werden oder was kann der alles nicht? Ich glaube nicht gezielt und nicht zerstört war es. Wir können ja kurz gucken. Cannot be destroyed by card effect. Achso, dann können wir es ja bouncen. Ja dann. Ja nee, dann kriegt der mal... Achso, warte mal. Ja, die Attacke ist okay. Ja, der crasht jetzt hier rein. Das ist vollkommen ja, okay. Das passiert. Ja. Das wiederum ist nicht okay. Nein, das ist gar nicht okay. Der kann getargetet werden, wie langweilig. Also da kann der eigentlich nichts gegen tun. Ja gut, der kann seinen Eldix hier unchainen. Ja, nein. Der hat doch keine... Achso, der kann auch aus der Hand, ne? Der kann aus Hand und Friedhof holen. Ja, soll er. Ja, dann holt er das halt. Der andere hat keine 3-5-Attack. Genau. Ja. Ja. Okay. In der Endphase machen wir dann Endphase, unser... Ja, wir machen mal. Warte, erstmal macht er, glaube ich. Weil er hat noch einen Konquistador im Friedhof, genau. Wir machen mal. Das. Und wir machen noch was. Genau. Wir haben nämlich noch einen Huanquero. Ja. Der Huanquero wird gern den Revive aus dem Grave holen. Aus dem Deck, aber ja. Den hier meinst du. Ja. Die Jab kann zwar auch reviven, aber das macht in dem Punkt keinen Unterschied mehr. Und die ist flexibler, falls wir den auf den Stern zurückkriegen sollten, wie auch immer. So, und du kommst aus dem Deck. Und was immer du holst, wird sofort wieder Abgang machen. Das darf er haben. Ja, das macht keinen Abgang. Das war direkt langweilig. Hi! Haben wir eine Leister im Grave schon, oder? Wir haben zweier Leister im Grave. Dann haben wir mal einen Mechaber mit seinem... Eldritch. So, du und... Sieht man nicht, wo unser Graveyard aufhört und seine Hand. Das ist, ja genau, das heißt, wir müssen seinen Driver oder so nehmen. Auch gut, können keine Gammas mehr kommen. Ja. So, so viele Friedhofseffekte. So, das ist an sich so kill. Wir können noch den Zombie holen. Weil der hat 3-5 für Bums. Ja, der hat auch 3-5, aber ja. Dann hauen wir den Celtics hier weg. Wir können erstmal noch den Allies. Ach ja, wir noch nicht genommen. Wobei, Invocation ist nicht once per turn. Wir können also Allies da holen und dann einfach nochmal. Ja, und was bringt uns das? Nee, hier. Lass den, Lass ihn auf der Hand behalten. Lass den Eldix, den Lord holen. Ja. Ja, dann haut das Eldix hier ab. Ja. Der Cosmic Cyclone ist noch zu gut. Mhm. So, ja. Blockt uns das eigentlich auf Zombies, wenn wir das machen? Kann man rausfinden. Weil ansonsten können wir jetzt auch einfach die Maschine bauen und ihm 2K in die Fresse drücken. Ist actually richtig. Wir haben einen Monster-Effekt. Dann bauen wir jetzt einfach die Maschine und bolzen ihm 2K ins Fressbrett. Ja, da kann nichts schief gehen. Falls er verdeckt nicht noch. Wir wissen, dass er verdeckt liegt, aber. Wie gesagt, wozu ein Risiko eingehen? Du hättest das auch in Attack holen können, falls wir noch angreifen wollen. Wollen wir aber nicht. Ups. So. Das war ein Swag-Finish, aber es hat funktioniert. Okay. Wieso haben wir jetzt Mechaba geholt eigentlich? Weil sein Effekt, weil er auf der Hand hat. Zum Bleistift. Und, um den Aleister wieder auf die Hand zu kriegen. Hauptsächlich, um den Aleister auf die Hand zu kriegen, eigentlich. Richtig, das war natürlich, das ist auch so ein netter Nebeneffekt. So, diesmal werden wir Second geschickt werden. Was wollen wir denn? Was wollen wir denn nicht? Wir wollen die Appointer jetzt nicht mehr haben. Weil wir jetzt Second gehen werden. Genau. Das heißt, wir wollen jetzt
Impermanence bringt uns nicht wirklich weiter. Wir können theoretisch sowohl Ra als auch Nibiru bringen halt auch nicht. Wir können Gammas reintun an sich, theoretisch. Ja. Weil wir den Rest vom Deck brauchen. Achso, weil wir keine vierte Karte rausnehmen können. Lass den dritten Huakero reintun und Zweierpointer einfach. Das Side-Deck muss man dann nochmal eventuell überarbeiten. Ja. Fürs Mirror, dieses Side-Deck hat nicht ans Mirror-Match gedacht, bis auf diese Cosmic Cycle. Und da sind auch nur zwei drin. Ja. Dritter Cosmic Cycle wäre jetzt echt gut. Fun Fact, den hatten wir sogar drin, aber haben aus Platzgründen rausgetan. Ja. Und Überraschung, wir haben ihn nicht. Wahrscheinlich braucht man Lightning Storms. Ja, Lightning Storm wäre auch eine Idee. Aber wir haben jetzt hier gerade echt viele blöde Fragen. Ja, diesmal haben wir ein deutlich besseres Go Second Blood. Oh, er hat keinen Pott! Das ist auch neu. Er hat keinen Pott, ja Mensch. Dann dürfen wir ja vielleicht sogar Dinge tun. Das Golden Eldland hat aber bisher auch immer gehabt. Nö. Also, ja, vorher hatte er das irgendwann mal. Aber erster Zug 2. Stimmt. Aber im ersten Duell hat er den Zug 1 gehabt, glaube ich, oder? Ja, das ist ja jetzt. So. Ja, typischer Eldritch. Jetzt schauen wir mal, ob er einen Appointer hat. Oder ein Judgment. Der hat Judgment. Ja. Sonst würde er nämlich nicht so viel runtersetzen. Oder? Ja, wir fangen mit einer Meltdown an. Wir fangen sowas von mit Meltdown an. Hä? Ja, gut, er hat letztes Mal die Meltdown auch nicht negated, also macht dieses Mal nicht viel Sinn. Hm. Der dreht nach dem Judgment. So, also. Sind wir fein damit, die Normal Summon Aleister in ein Judgment reinzujagen? Naja, welche andere Normal Summon? Das ist zwar korrekt, aber das beantwortet nicht meine Frage. Wir können auch erst theoretisch den hier machen, um auf gut Glück auf was zu holzen. Nein. Nee, wir haben Zweierleister. Eben, also. Außerdem, das Duell wird eh ein, zwei Runden länger gehen. Eben, also können wir einfach das jetzt machen. Ja. Schauen wir mal. Ja, der hat auf jeden Fall ein Judgment. Aber wahrscheinlich auch noch eine Impermanenz. Ja, okay. Gut. Auch okay. Passt. Super Sache. Dann ist Magician Soul. Genau. Diesmal geht sie ja noch. Diesmal sind wir nicht auf Zombies gelockt. Will er denn jetzt haben? Weiß ich nicht. Er könnte uns Summon Conquistador plus Eldlixier haben. Das hat er nicht. Ja, wir können jetzt Phoenix machen. Wie viel räumen wir denn auf? Ich glaube, wir können jetzt Phoenix machen. Discard. Den hier aktivieren. Meltdown kommt wieder. Nee. Erstens ist Meltdown once per turn. Wir dürfen nur einen Meltdown pro Zug aktivieren. Ja, und? Ich würde jetzt nur das Meltdown, was wir liegen haben, wegräumen. Mit Soul. Um eine zu ziehen. Das können wir auch machen. Damit würde ich mal anfangen. Genau, nur die. Ash? Dürfen wir eine ziehen? Ja, gut! Dann haben wir mal also, so Knowledge. Das war Profi. Ja, das dann machen wir mal Knowledge. Skill. Ja. Karten ziehen können wir auch. Ja. Oh. Merk aber. So. Oder haben wir ein Lichtmonster? Wir haben den Golden Lord auf der Hand. Ja, aber man kann ja gucken, ob er noch ein besseres Target hat. Auf der Hand ist er ist ja eigentlich ein ziemlich gutes Target auf der Hand, weil da kann leider der Friedhof. Wobei, können wir extra-deckmäßig in ein Link gehen? Können wir nicht extra-deckmäßig in ein Lichtmonster gehen? Hätten wir noch. Wir können Link Corrigor, das ist ein Cybers und dann Secure Gardner? Ja, das geht, theoretisch. Aber wie gesagt, oder? Wenn wir den Eldritch abschmeißen, kommt der wieder und haut noch für 3K-Attack rein. Die zweite Meltdown aktivieren wir eh nicht. Stimmt, und wir haben dann Trap Negate. Dann machen wir jetzt Invocation. Nicht in die Mitte. Ja, hier. Nicht in die Mitte. Hier kam Impermanence. Genau. Ja, ich wollte es nur, ne? Ja, sicher ist sicher. Klar, jetzt, die Nachteil ist natürlich, dass das jetzt mit Judgment. Ah! Okay. Ja gut, you got it. Ja. You got it, my friend. Okay, jetzt hat der ein
Wo könnt ihr, falls da ein Golden Land Forever liegt, kann er das jetzt, kann er jetzt den Mechaba-Effekt nicht gelten. So, Hand und Friedhof. Genau. Dann zurück das einmal. Das wäre mir actually so egal, wir machen hier gerade so plus. Das ist wohl wahr. So ist die Frage, Meltdown behalten, um ins Bending Gate für Mechaba zu haben, oder einfach Worms? Ich würde sagen, wir setzen das Elixier und räumen das weg für den Golden Lord. Weil, wenn er, wenn seine letzte verdeckte Karte Huankero ist, dann schmeißen wir halt den Conquistador ab zum Negieren. Ja, und so haben wir noch, und so haben wir alle Negates, die es noch gibt. Genau. Das ist kein Huankero. Was können wir eigentlich noch machen in der Endphase? Aber jetzt machen wir nochmal Boom. Röms. Ja. Meinetwegen also, auch das. Also für ganze 2-5. Du, das ist für ein Eldritch-Deck ein guter Start. Also wir hatten auch so, also wir hatten einen Bomben-Start, muss man sagen. Also wir hätten auch für 4-5 rennen können. Ja. Gut ist der Ausgleich für die erste Runde. Mhm. So, ja, dann Set Conquistador, Endphase holen Huankero. Das ist nicht Endphase. Die Trap ist nicht Endphase. Das, die Golden Land Traps sind die zwingend nur in der Endphase gehen. Das Elixier geht jetzt. Ja, aber es geht gerade so gut in der Endphase. Wir können es auch jetzt machen. Wir machen. Ja, wir setzen jetzt, holen einen Huankero. Da. Wir könnten noch einen Likuribo holen, einfach weil. Theoretisch. Man weiß nicht, warum den nicht mal brauchen ja, kann. Ja. Und der kann mal gut kommen. Jo, go. Mhm. Go. Ist jetzt halt was schon eine Ansage, die wir da jetzt haben. Nein. Wir wissen nur, dass es... Wir können nur ein paar Karten ausschließen. Warte, wir wissen doch, dass er ein Judgment hat. Der hat direkt auch eine Leiste anchainen können. Stimmt, das dürfte immer noch das Judgment das sein. Das muss ein Judgment sein, dass es aus irgendeinem Grund nicht gekommen ist. Naja, auf was hätte das machen wollen? Ja, guter Einwand. Wir hatten, egal, was er gemacht hätte, wäre was anderes gekommen stattdessen. Sinnvolles Target. Er hätte es auf die Invocation machen können? Ich glaube, die Invocation wäre das beste Target gewesen. Hm. Okay, den Huankero hat er. Jo. Also wir gehen von der Arbeitshypothese aus, dass die Verdeckte ein Judgment ist. Ja. Wie gesagt, okay. Er hat auf der Leiste Normals haben wir was unchainen können. Das muss ein Judgment sein. Ja. Und er hat auch auf die Meltdown, auf die Aktivierung von Meltdown was machen können. Okay. Das ist ein Conquistador. Also er hat volles Brett. Mhm. Mit Conquistador und Huankero. Und da ist der Golden Lord. Mal sehen, auf was er holzen will. Den Mechaba, ja gut. Ja, Negate. Ja. Umso besser, dann ist der Lord weg. Kurze Frage, wenn er jetzt den Golden Lord im Friedhof macht, dann ist der, der den Effekt aktiviert wurde. Okay. Dann muss jetzt ein Huankero kommen. Ja, wie gesagt, wenn noch ein Huankero kommen soll, dann jetzt. Ja, wir müssen jetzt nur auf den richtigen schießen. Wieso auf den richtigen? Er hat noch keinen benutzt von beiden. Egal, auf wen wir schießen, der andere... Nein, der eine wird jetzt gebanished. Ach stimmt, der Mechaba war banished, ja, klar. Das heißt, der oben liegt, ist der gebanished wird. Weil... Ja. Genau, der oben liegt. Mhm. So, ja, das heißt. Der wird gebanished, das heißt, wir schießen jetzt auf den da. Genau. Ich vergesse immer wieder, dass Mechaba banished. Genau, jetzt sind beide Golden Lords weg. Nö. Hä? Ich hab gesagt, nö. Wie
Wieso nicht? Entweder, weil Mechabar so nicht funktioniert, weil er auf den Friedhof gelegt wurde und beim... Bei Friedhofseffekt, der nicht banished oder so? Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall wir müssen auf den richtigen Lord geklickt haben, weil der abgeschmissen wurde, lag oben. Das war der, den Mechabar getargetet hat. Warte mal, geh mal auf seinen Banish-Pile, bitte. Das andere ist ein Eldelixier. Das gibt's doch nicht! Also ich weiß, dass es Mechabar scheißegal ist. Also ja, er hat jetzt den Lord, aber... Hä? Wir haben aber definitiv auf den richtigen Lord geholzt mit dem Quankero. Frag mal in Chat, vielleicht weiß er das. Vorsicht aber auf Englisch, nur für den Fall. Oder mal oder frag auf Deutsch. Wie soll der hier reinkommen, wenn der kein Deutsch spricht? Keine Ahnung. So, aber das ist an sich okay, der Effekt. Also, mangels Verhinderungsoptionen. Kann er überhaupt nicht zerstört werden? Die Nullkarteneffekte nicht. Wir haben den Kuribo. Ach ja, klar. Genau deswegen haben wir den ja geholt. Gut, dann brauchen wir den Erleichter nicht sacrificen für sowas. Oh, Guardian. Der spielt ja pure. Ja klar, dann macht Sinn, dass er den hat. Ja, das ist auch meine Theorie, was er gesagt hat. Weil er auf der Hand aktiviert wurde und erst danach im Friedhof gelegen hat. Deswegen klappt es wahrscheinlich nicht. Wäre er im Friedhof aktiviert worden, dann wäre es wahrscheinlich gegangen mit Mechabar, ja. Probiert. So, die Set ist Huankero, ne? Ja. Oder hat er den abgeschmissen? Können wir gleich gucken. Das ist ein anderer Huankero, oder? Kann sein. Er hat den Danumistus abgeschmissen, ja. Mhm. Ja, dann liegt das ein anderer Huankero. Gut, ja, das ist Nikuribo-Effekt einmal für dich. Geht der jetzt auf 2,5 oder auf 2,3? Oder auf 3,5 wieder, eigentlich? Warte, wir müssen vielleicht... Warte, er hat Conquistador und Huankero, ne? Das ist ein Conquistador und das muss ein Huankero sein. Wenn wir jetzt also unseren Conquistador holen... Ja? Dann können wir sein Viech nicht kaputt schießen. Weil er nicht zerstört werden kann durch Karteneffekte. Genau. Also... Dann muss er aber in der Standby-Phase was unternehmen. Weil wir sonst wieder Dings bauen. Das heißt, wir bauen den jetzt in der Endphase. Kannst zwar nichts kaputt schießen, aber allein für die Tatsache, dass er ein Level 5 Buddy ist, der da ist, sorgt dafür, dass er sein. Ja, das kannst du machen. Ja, whatever, soll er haben. Hätten dich in dem Zug wahrscheinlich eh nicht umgebracht. Mhm. Ja. Dann haben wir noch einen Eldelixier. Okay, wir haben noch ein Eldelixier. War relativ egal. Ja. Okay, das ist das. Mitte und links sind die gefährlichen. Ja, hier. Den sehen wir ja und das hier ist der. Können wir auch den Animus eigentlich kaputt schießen? Ach stimmt, klar. Ja, warum dürfen wir jetzt mit Huankero nicht holzen? Mit Conquistador? Weiß ich nicht. Kann der nicht getargetet werden? Effekt bei Monster-Effekts. Ah. Aber selbst wenn wir den auch machen können müssen zumindest, oder? So, Overlay. Er hat uns in die Main-Phase gelassen, Overlay. Ja, selber schuld, Kumpel. Warte, ist das nicht noch ein Judgment? Nee, wissen Sie. Warte. Moment. Nein, die Verdeckte hat er mal für den Golden Lord weggeschmissen. Ah. War das ein Judgment? Nee.
Nein, das war dann doch irgendwas anderes. Aber das dann auf Normals haben wir leichter machen können. Keine Ahnung. Was auch immer du machst, wir werden was anschälen können. Außer es ist ein Golden Dein Feuer war. Das ist okay. Glaube ich. Er hat keinen anderen Eldritch, ne? Nur den da. Er hat keinen Grave, ne? Ja. Wir gehen weiterhin davon aus, dass er... Andererseits nee, dann ist das nicht okay. Also dann ist das nicht okay. Dann also einmal Mech aber. Ja. Schade, dass es ein Forever war und nicht ein Conquistador oder Huanquero. Huch! Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Okay. The fuck? Okay. Okay. Das ist. Dann heilt der sich jetzt, oder was? Wahrscheinlich, weil es viel Nuken wird ihm mehr wehtun als uns. Mhm. Hat er eine Terrorblade-Ulti. Okay. Dann aktivieren wir mal einen Meltdown. Ja. Den anderen Leister kennt er noch nicht, oder? Nein. Dann muss er das auch. Mir wäre es auch ganz lieb, wenn er von dem erstmal nicht erfährt. Okay, vielleicht wird das doch. Chain Golden Lord zurück auf die Hand. Klingt nach einem Plan. Oh, kein Zombie. Schade. Ja, etwa eine Leiste, bitte. So, haben wir irgendwo Ringe mit Purgatory oder irgendwas gebacken? Ja, haben wir Zugriff auf ein Feuermonster? Ja. Haben wir. Ja, wir haben da so ein Link-Monster, was man genau deswegen in allen Leister-Decks spielt. Okay. La! Ich kann ihn aus der Hand holen. Ja, ist okay. Ja. Ist vollkommen fein. Vollkommen legitim. Komplett legitim. Die das auch, letzte, ne? War was das ungefährliches. War noch, ja, das hat also schon raus, der Effekt. Ja, dann haben wir mal gewonnen. Oder ist er Activate oder Use One? Ja, dann halt Almirash. Wir können uns den Q-Gardner holen, theoretisch, der Vollständigkeit halber. Ich meine, 1000 Attacks sind 1000 Attack. Wieso nicht? Ja. So, und einmal du bitte. Dir und dir. Mecha haben wir schon gemacht, ne? Ja. Das heißt, wir können auch beide Leister in den Purgatrio reinfeuern. Ja. Dann Angriff. Ja. So, noch nicht. Ja. Ja. Das ist schön, wenn man alle Karten vom Gegner kennt. Boom! Ja. Tja, wo ist jetzt deine Heilung, Kumpel? Da gab es einmal die Atombombe ins Gesicht. Ja, Das war von 8k auf das war von ungefähr minus 15. Ja, weil wir hatten noch ein bisschen mehr Attack auf dem Feld. Ja, ja. Das war harter Overkill gerade. Trotzdem GG an Mortem und man sieht sich am Mittwoch. Dann hoffentlich mit ein bisschen weniger Pannen technischen. Hoffentlich. Hoffentlich. Thank you.